Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute das Rückspiel in diesem Wettbewerb. Und dieses Spiel hat es in sich. Wir erwarten uns viel von dieser Partie. Geht den Fans im Stadion genauso. Und Ihnen zu Hause sicher auch. Boah, das könnte ein Kracher werden, Wolf. Die Gastgeber, der Sieger im Hinspiel. Und wir schauen, wie sich das entwickelt. Das verspricht einiges. Könnte sehr spannend, könnte vielleicht sogar dramatisch werden. Zwei starke Mannschaften. Fink. Und jetzt die Chance. Das Tor ist komplett frei. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs noch einige Male zeigen. Da hat in der Defensive nichts gestimmt. Vier zu zwei nun der Spielstand nach beiden Spielen. Es geht weiter. Platz auf außen. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Guter Vorstoß jetzt. Die Chance hier. Starkes Spiel. Wieder das Tor. Er hat den Doppelpack. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Weiter geht's hier. Nun steht es in Addition 5 zu 2. Abdülkadir Ömür. Da passt er auf. Es gibt Einwurf. Abdülkadir Ömür. Maximiliano Gomez. Erfolgreich gegrätscht. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelbwürdige Aktion. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Da haben Sie die Chance. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Die Chance auf den Konter. Ball wird abgefangen. Und jetzt wird es Einwurf geben.
ist hier immer noch am Ball. Jetzt ist Platz für den Konter. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Die Riesenchance. Sichere Parade. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Pass kommt nicht an. Ah, das könnte was werden jetzt. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Er geht dazwischen. Pass wird abgefangen. Maximiliano Gomez. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg. Er hat den Ball. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Da haben Sie die Chance. Nein, keine gute Befreiung hier. Den Ball holt er, gut verteidigt. Maximiliano Gomez. Da wäre Platz für einen Konter. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Wir sehen den Wechsel. Ballgewinn hier. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Ball kommt rein. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell, Nerven behalten, das war eine Glanztat. Abdülkadir Ömür. Jetzt zieht er in die Mitte. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Fink. Sauber vom Ball getrennt hier. Guter Pass. Marc Bartra. Schwierig. Er pfeift ab und es gibt Abseits. Ob er da recht hatte? Ja, dieser Ball kommt nicht an. Abdülkadir Ömür. Gefährlich jetzt. Ah, muss selber geben. Da zeigt er direkt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Und dazu gelb. Nur gelb, muss man sagen. Er macht das Tor. Guter Elfer. Das ist die Wiederholung. Und wir sehen's. Genauer kannst du den nicht in den Winkel setzen. Und mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet.
Und jetzt geht's hier weiter. Abwehr muss aufpassen. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Fink ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Maximiliano Gomez. Maximiliano Gomez! Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Neuer Gesamtspielstand, 5:4, weiter geht's. Enis Badi. Maximiliano Gomez. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul, alles richtig gemacht. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Unwiderstehlich, der Ball läuft gut. Die Rufe der Fans, schieß, schieß, schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Ah, die sind gefrustet, überhaupt keine Frage. Das war eine gute Chance und dann ist das Alu im Weg. Sie machen weiter Druck, jetzt ziehen sie den nächsten Angriff auf. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Die Chance jetzt. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Und das nächste Tor, Dreierpack. Hier ist die Wiederholung. Was für eine Aktion. Der macht da vorne, was er will. Es geht weiter. Insgesamt steht es also 6:4. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Und jetzt hören wir doch noch den Pfiff. Wird Freistoß geben. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ganz wichtig in dieser Szene. Der Verteidiger holt sich den Ball. Guter Pass jetzt. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Sie werden hier wechseln. Jetzt Hamšík. Einwurf, der Ball war draußen.
Er holt sich diesen Ball. Ein kurzer Hinweis auf das nächste Fangruppentreffen. Das findet am kommenden Mittwoch statt. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, melden Sie sich bitte. Er kann es machen. Das macht er stark. Pass kommt hervorragend. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Sie wechseln aus. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt die Flanke. Erstmal Gefahr bereinigt. Das wird nichts mehr, es wird Abschluss geben. Es gibt einen Wechsel. Er ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Ganz wichtig, da muss er hin. Anastasios Pakasetas. Den Zweikampf führt er sehr gut. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Super Freistoß. Aber kein Tor, da ärgern Sie sich. Das wäre ein klasse Tor gewesen. Er sucht die Anspielstation. Da haben Sie die Chance. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Er geht dazwischen. Hamsik. Schön durchgesetzt. Oh, geht da noch was? Sie verkürzen. Nur noch eins. Ist das denn zu fassen? Spannung pur. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Und mit einem Gesamtergebnis von 6:5 gehen wir wieder rein ins Spiel. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Die Chance hier, alles klar zu machen, aber nicht das Tor. Kaum zu glauben, Riesengelegenheit, aber er macht nichts draus. Es geht noch weiter. 4 Minuten gibt es extra. Da geht er vorbei. Gomez! Ah, das ist schon sein zweites Tor heute. Klasse Auftritt von ihm natürlich. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Tor
Bei einem Spielstand von insgesamt 6:6 geht es nun also weiter. Wie wird er entscheiden? Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Pass kommt nicht an. Jetzt gibt es die Sonderschicht für die Spieler. Wir gehen in die Verlängerung. Die Trainer haben die letzten Anweisungen gegeben und beide Teams sind zurück. Jetzt gilt es. Wir starten in die Verlängerung. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Er ist schon gelb belastet. Ist das der Platzverweis? Er muss runter. Für das Foul zeigt ihm der Unparteiische die zweite gelbe Karte. Ja, da hätte er sich natürlich zurückhalten müssen. Zu spät für das Foul muss er natürlich vom Platz. Maximiliano Gomez. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg. Er hat den Ball. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Eine torreiche Partie. 5:3. Unglaublich. Er zieht einfach vorbei. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Und das Tor. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ein echtes Schützenfest heute. Nun steht es hier tatsächlich 5:4. Jetzt der Steilpass. Jetzt die Chance. Der ist drin! Ein bisschen höher und das Ding klatscht an die Latte. Aber so, hier sehen wir es nochmal. Ein sehenswerter Treffer. Ein weiterer Treffer. Jetzt ist hier tatsächlich wieder alles offen. 5:5 der Zwischenstand. Außen hätten sie jetzt Platz. Ballverlust. Das kann gefährlich werden jetzt. Ja, setzt sich schön durch. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Es wird 2 Minuten Nachspielzeit geben. Gute Aktion.
Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Schiri lässt ihn da ohne Karte davonkommen. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Jetzt der Eckball. Die erste Hälfte dieser Verlängerung ist damit beendet. Und es steht weiter unentschieden. Alles noch drin. Und jetzt die Chance. Das Tor ist komplett frei. So wünschen wir uns das. Frühes. Was passiert hier noch? Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Ja, das gibt Einwurf. Er zwingt diesen Ballverlust. Jetzt hätte er Anspielstation. Ja, guter Steilpass hier. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Der kurze Eckball. Jean-Philippe Gébamin. Der Vorstoß von Marek Hamšík. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ah, da wäre jetzt Platz. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Die Szene damit beendet. In 7 Minuten ist die Verlängerung vorbei. Tut sich noch was? Jetzt vielleicht. Ball kommt aufs leere Tor. Ist er gefährlich? Alle wissen's, aber stoppen kann ihn keiner. Doppelpack. Ganz starkes Spiel heute. Wenn sie es ihm so leicht machen, dann fällt das Tor. Sehen wir hier nochmal sehr schön. Alles frei. Keine Mühe. Eine echte Torflut heute. Aktuell heißt es 6:5. Das ist völlig verrückt. So, ich guck mal kurz auf die Uhr. 4 Minuten sind noch zu absolvieren in der Verlängerung. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. 1 Minute gibt es noch oben drauf. Maximiliano Gomez. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Der Schiri beendet dieses Rückspiel. Und damit haben sie es hier geschafft. Sie sind weiter. In der Verlängerung setzen sie sich hier also durch. Sind weiter. Und da haben sie es spannender gemacht, als es ihnen lieb sein kann. Ich glaube, in solchen Spielen werden Mannschaften geboren, die am Ende sehr weit kommen können. Und jetzt die Chance. Das Tor ist komplett frei.
So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Guter Vorstoß jetzt. Die Chance hier. Starkes Spiel. Wieder das Tor. Er hat den Doppelpack. Gefährlich jetzt. Er macht das Tor. Guter Elfer. Maximiliano Gomez. Maximiliano Gomez. Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Pass kommt hervorragend. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Sie wechseln aus. Super Freistoß. Aber kein Tor, da ärgern Sie sich. Das wäre ein klasse Tor gewesen. Schön durchgesetzt. Oh, geht da noch was? Sie verkürzen. Nur noch eins. Ist das denn zu fassen? Spannung pur. Jetzt müssen wir genau hin. Die Chance hier, alles klar zu machen, aber nicht das Tor. Kaum zu glauben, Riesengelegenheit, aber er macht nichts. Da geht er vorbei. Gomez! Ah, das ist schon sein zweites Tor heute. Klasse Auftritt von ihm natürlich. Er muss runter. Für das Foul zeigt ihm der Unparteiische die zweite gelbe Karte. Ja, da hält er sich natürlich. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht. Er zieht einfach vorbei. Und das Tor. Jetzt der Steilpass. Jetzt die Chance. Der ist drin. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Ja, guter Steilpass hier. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Jetzt vielleicht. Ball kommt aufs leere Tor. Ist er gefährlich? Alle wissen's, aber stoppen kann ihn keiner.